Die Verrückte von Guy de Maupassant. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Wissen Sie«, sagte Herr Matthias von Endolin, »bei den Schnepfen fällt mir eine recht traurige Geschichte aus dem Kriege ein. Sie kennen doch meine Besitzung in der Vorstadt Cormey. Als ich mich gerade dort aufhielt, marschierten die Preußen ein. Neben mir wohnte damals eine Art von Verrückte, deren Geist durch verschiedene Schicksalsschläge umnachtet war. Sie hatte vor langer Zeit, als sie 25 Jahre alt gewesen, im Laufe eines einzigen Monats ihren Vater, ihren Mann und ihr neugeborenes Kind verloren. Wenn der Tod einmal in ein Haus getreten ist, kehrt er fast immer sehr bald wieder zurück, wie wenn er sich die Tür gemerkt hätte. Die unglückliche junge Frau war durch den Kummer so gebeugt, dass sie bettlägerig ward und 6 Wochen lang im hitzigen Fieber lag. Dann folgte auf die heftige Krise eine Art von ruhiger Gleichgültigkeit. Sie rührte sich nicht, aß kaum und bewegte nur die Augen. Wenn man sie veranlassen wollte, aufzustehen, so brüllte sie, als ob es ihr ans Leben ging. Man ließ sie also liegen und zog sie nur aus dem Bett, um sie zu waschen und ihre Matratze zu wenden. Eine alte Dienerin lebte bei ihr, die ihr ab und zu trinken und ein wenig kaltes Fleisch zu essen gab. Was ging in dieser verzweifelten Seele vor? Man hat es nie erfahren, denn sie sprach nicht mehr. Dachte sie an die Toten, träumte sie traurig vor sich hin, ohne bestimmte Erinnerung, oder blieb ihr zerstörter Geist unbeweglich wie ein stehendes Gewässer? 15 Jahre lang blieb sie so, ohne sich zu rühren, in sich verschlossen. Da kam der Krieg und in den ersten Dezembertagen drangen die Preußen in Cormey ein. Ich erinnere mich dessen, als wäre es gestern gewesen. Es war eine Kälte, dass die Steine platzten. Ich lag im Lehnstuhl ausgestreckt und konnte mich wegen der Gicht nicht bewegen, als ich ihren schweren, gleichmäßigen Marschschritt hörte und von meinem Fenster aus sie vorüberziehen sah. Sie folgten in endlosen Reihen, einer wie der andere, in jenen steifen, hampelmannartigen Bewegungen, die ihnen eigen sind. Dann wurden sie durch die Vorgesetzten in die Quartiere verteilt. Ich bekam 17 Mann, meine Nachbarin, die Verrückte, 12. Darunter befand sich ein Offizier, ein jähzorniger, roher Trunkenbold. Während der ersten Tage ging alles am Schnürchen. Man hatte dem Offizier gesagt, dass die Dame des Hauses krank sei, und er kümmerte sich nicht weiter um sie. Aber bald machte ihn diese Frau, die man niemals erblickte, wütend, und er erkundigte sich, was ihr fehle. Man antwortete, seine Wirtin sei seit 15 Jahren bettlägerig infolge eines schweren Leides. Offenbar glaubte er nicht daran und bildete sich ein, dass die arme Verrückte aus Hochmut ihr Bett nicht verlasse, um die Preußen nicht empfangen zu müssen, nicht mit ihnen zu sprechen und nicht mit ihnen in Berührung zu kommen. Er verlangte, dass sie ihn empfange. Man ließ ihn eintreten. Und er sagte kurz angebunden, »Ich muss Sie bitten, aufzustehen und herunterzukommen, dass man Sie wenigstens sieht.« Sie blickte ihn mit irren, gedankenleeren Augen an und antwortete nicht. Da fing er wieder an, »Ich dulde keinen Widerstand. Wenn Sie nicht freiwillig aufstehen, so werde ich schon Mittel und Wege finden, Sie auf die Beine zu bringen.« Sie machte keine Bewegung und blieb immer unbeweglich, wie sie war, als sähe sie ihn gar nicht. Da ward er wütend, denn er nahm diese schweigende Ruhe für den Ausdruck größter Verachtung. Und nun fügte er hinzu, »Wenn Sie morgen nicht unten sind!« Dann ging er davon. Am anderen Morgen wollte die erschrockene alte Dienerin die Verrückte anziehen, aber sie wehrte sich und fing an zu brüllen. Der Offizier kam eiligst herauf, und die Dienerin warf sich ihm zu Füßen und rief, »Sie will nicht, Herr Offizier, sie will nicht! Vergeben Sie ihr doch, sie ist ja so unglücklich!« Der Soldat war verlegen und wagte trotz seines Zornes nicht, sie durch seine Leute aus dem Bett ziehen zu lassen. Aber plötzlich fing er an zu lachen und gab auf Deutsch ein paar Befehle. Kurz darauf kam aus dem Hause eine Abteilung Soldaten, die eine Matratze schleppten, wie man einen Verwundeten trägt. In diesem Bett, das man gelassen, wie es war, lag die Verrückte ohne ein Wort zu sprechen, ganz ruhig, ganz gleichgültig gegen alles, was um sie vorging, da man sie liegen ließ.
Hinterdrein schritt ein Mann, der ein Bündel Kleidungsstücke trug. Und der Offizier sagte, indem er sich die Hände rieb, »Wenn Sie sich nicht allein anziehen können, so werden wir es tun und einen kleinen Spaziergang machen.« Dann sah man den Zug sich entfernen in der Richtung nach dem Walde von Imouville. 2 Stunden später kamen die Soldaten allein zurück. Man hat die Verrückte nicht wiedergesehen. Was hatten sie mit ihr gemacht? Wohin haben sie sie getragen? Man erfuhr es niemals. Jetzt fiel der Schnee Tag und Nacht und begrub Felder und Wälder unter seinem eisigen Leichentuch. Man hörte die Wölfe an den Türen heulen. Der Gedanke an diese verschwundene Frau quälte mich, und ich tat bei dem preußischen Kommando Schritte, um etwas darüber zu erfahren. Sie hätten mich bald totgeschossen. Der Frühling kehrte zurück. Die Einquartierung war fort. Das Haus meiner Nachbarin blieb verschlossen. Dichtes Gras wuchs auf den Wegen im Garten. Die alte Dienerin war während des Winters gestorben. Niemand kümmerte sich mehr um die ganze Geschichte, nur ich musste immer daran denken. Was hatten Sie mit der Frau angestellt? War sie im Walde entflohen? Hatte man sie irgendwo aufgenommen und in einem Krankenhaus behalten, ohne dass man aus ihr hatte herausbekommen können, wer und woher sie sei? Kein Licht fiel in meinen dunklen Zweifel, aber allmählich milderte die Zeit meine Herzensangst. Da strichen im folgenden Herbst die Schnepfen in großen Zügen vorüber, und da meine Gicht mir ein wenig Ruhe ließ, schleppte ich mich zum Walde. Ich hatte schon 4 oder 5 der langgeschnäbelten Vögel erlegt, als ich einen schoss, der in ein Loch fiel, das mit Zweigen bedeckt war. Ich musste hinabsteigen, um das Tier zu suchen, und ich fand es neben einem Totenkopf. Und plötzlich mit einem Mal kam mir die Erinnerung an die Verrückte. In dem Schreckensjahr waren wohl viele andere noch hier im Walde gestorben, aber ich weiß nicht warum, ich wusste bestimmt, ganz bestimmt kann ich Ihnen nur sagen, dass dies der Kopf der armen Verrückten war. Und plötzlich verstand ich, begriff ich alles. Sie hatten sie auf der Matratze im kalten, einsamen Wald liegen lassen, und immer befangen von ihrer fixen Idee hatte sie keinen Versuch zu ihrer Rettung gemacht, und war unter der dichten, leichten Schneemasse gestorben, ohne einen Arm oder ein Bein zu regen. Dann mochten die Wölfe sie gefressen haben, und die Vögel hatten ihr Nest ausgefüttert mit den Überresten ihrer zerrissenen Matratze. Ich habe die traurigen Gebeine behalten und bete zum Himmel, dass unsere Söhne niemals einen Krieg erleben möchten. Ende von Die Verrückte, gelesen von Hokuspokus.